Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Palworld Guide. Diejenigen von euch, die früher Pokémon gespielt haben, werden es wahrscheinlich noch kennen. Die Safari-Zone. Die Safari-Zone war ein Ort, an dem man seltene und zum Teil auch sehr starke Pokémon fangen konnte. Etwas Vergleichbares gibt es auch in Palworld, nämlich die Naturschutzgebiete. Und der Vorteil ist, hier brauchen wir noch nicht mal Eintritt zu bezahlen. Also gucken wir uns an die Naturschutzgebiete in Palworld. Ich befinde mich am Startgebiet, ne, südlich am Strand, dort wo auch der Dungeon ist, den ich euch in meinem antiken Technologie-Video schon gezeigt habe. Und wenn ich meinen Blick jetzt Richtung Südwesten wende, erstreckt sich dort schon auch ein riesiges Bauwerk. Das ist das erste Naturschutzgebiet hier unten ganz im Süden der Karte und dort gehen wir jetzt erstmal hin. Am Naturschutzgebiet angekommen, schauen wir erstmal, bevor wir es betreten, welche Ports gibt es denn hier überhaupt. Da haben wir zum einen Penkin, den wir hier erhalten können. Dazu die Subspezies vom Aiktudier, nämlich den Aiktudier Terra. Wir haben hier Violet, Elfidran, Azurobe, Petalia und Grisbolt. Auch Grisbolt können wir hier bekommen. Wir haben ja also insbesondere Wasserpalls dazu, aber auch ein Erdepall, Elektropall und zwei Graspalls. Und für diejenigen, die eventuell mit einer bestimmten Ressource bzw. einem Item strugglen, was wir hier auch in großen Mengen bekommen können, sind hübsche Blumen. Also schauen wir mal rein. Den ersten Penking haben wir schon direkt hier. Und wir sehen, dass die Pals hier um das Level 20 herum sind, ne? Penkin Level 21, 21. Aiktudier Terra 19. Azurobe 22. So in dem Dreh gibt es hier die Pals. Das Ganze ist aufgesplittet in zwei Ebenen. Hier haben wir eine große Ebene unten. Und eine weitere große Ebene hier oben, wo ihr die Pals finden könnt. Und wie gesagt, vereinzelt sind da auch schon mal welche unten im Wasser. Weitere allgemeine Hinweise und ein paar Tipps zu den Naturschutzgebieten gibt es am Ende des Videos. Aber Pals sind nicht das einzige Interessante, was die Naturschutzgebiete so besonders macht. Denn wir haben hier auch jede Menge Schätze. Alleine auf diesen Außenbezirken hier, also auf diesen Dingern, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Schatztruhen. Dazu kommen noch weitere 1, 2 Schatztruhen auf dem Berg sowie an dieser Stelle des Videos sollten jetzt eigentlich weitere Schatztruhen folgen. Leider war die Aufnahme kaputt und daher kann ich sie euch nicht zeigen, da auch der Respawn der Schatztruhen ewig dauert. Daher erkläre ich es einmal grob. Ungefähr hier in dem Bereich findet sich eine weitere Schatztruhe, eine hier in dem Bereich, eine dort in dem Bereich. Ihr habt also auf dem unteren Plateau 3 weitere Schatztruhen. Dazu ungefähr hier in dem Bereich eine weitere Schatztruhe. Da hinten eine weitere Schatztruhe. Ihr habt also an den beiden Rändern des oberen Plateaus eine weitere Schatztruhe. Und hier oben auf dem kleinen Hügel befindet sich auch noch eine Schatztruhe. Ich habe euch hier mal eine Karte eingeblendet, die ich erstellt habe und alle Schatztruhen markiert habe. In Summe kommen wir auf 13 Schatztruhen. 5 außen auf den Ruinen, 2 oben auf dem Berg und 6 im Innenbereich. 3 unteres Plateau, 2 oberes Plateau und eine auf dem Hügel. Die Karte findet ihr bei mir auf dem Discord, falls es euch interessiert. Auch das zweite Naturschutzgebiet können wir wunderbar vom Strand erkennen. Dieses befindet sich am westlichen Ende der Map und zwar westlich vom Spawn
dieses oberen Bereiches beziehungsweise des TP-Punkts Vergessene Inseln. Wir können es also von hier relativ schnell erreichen oder, falls ihr die verfallene Festungsstadt freigeschaltet habt, von hier. Bevor wir jedoch jetzt das zweite Naturschutzgebiet betreten, schauen wir uns auch hier erst die möglichen fangbaren Ports an. Das wäre Incinerum Noct, Verdash, King Paka, Wumpobotan, Warsect, Quivern, Menasting und Jormantide Ignis. Und wie man an dem Port sehen kann, wir haben jetzt schon 3 Subspezies dabei und generell sehen die nicht nur stärker aus, sie sind es auch, was wir gleich am Level sehen werden. Während die Ports im ersten Naturschutzgebiet einigermaßen glimpflich daherkamen mit Level 20, sind wir hier bei Level 45 im zweiten Naturschutzgebiet. 42, 44, ja, also ich würde mal sagen, die Range beträgt hier 40 bis 45, was die Ports angeht. Das ist also jetzt schon hier definitiv Endgame-Content, wenn ihr hier Ports fangen wollt. Aber dafür bekommt ihr auch relativ starke hier. Wir haben hier eine Dominanz von Grasports, aber auch Drache, Käfer und Feuerelemente vertreten. Neben dem Port gibt es hier aber selbstverständlich auch wieder jede Menge Schätze. Es sind nämlich wieder genau 13 Stück wie im ersten Naturschutzgebiet. Dafür blende ich euch hier auch nochmal die Karte ein. Wie gesagt, findet ihr bei mir auf dem Discord. Wir haben wieder 5 außen auf den Ruinen, 6 im Innenbereich, also 3 unten auf der Plattform, 2 oben auf der Plattform, 1 auf dem kleinen Hügel auf der oberen Plattform und 2 auf dem Berg. Auch das dritte Naturschutzgebiet können wir vom Strand aus erkennen, aber diesmal sind wir nicht in einer Region, bei der man spawnen kann. Diesmal befinden wir uns im Nordosten der Karte und hier insbesondere in der Wüste bei dem Teleportpunkt Sandige Dünen Hinterland und können von hier aus dann einfach das dritte Naturschutzgebiet erreichen. Wie es gute alte Tradition ist, schauen wir uns erstmal die möglichen Pals an und haltet euch fest, jetzt wird's echt stark. Okay, Incinerum Noct hatten wir schon. Bushi. Okay, haut uns auch nicht um, aber es geht los mit Fenglope, Blasamut, Astegon, Lailin, Phalaris, Orzerk und Shadowbeak. Also ihr seht, da sind richtig dicke, fette Klopper bei. Das spiegelt sich dann natürlich hier auch beim Level wieder. Die Milizen haben hier Level 45, der Bushi hat 42, Incinerum Noct 43. Wir werden hier also wieder die ähnliche Range haben wie auch im zweiten Naturschutzgebiet mit 40 bis 45. Einziger Wermutstropfen an dem Gebiet, diese richtig geilen Pals sind jetzt halt nicht ganz so häufig hier. Ne? Am häufigsten sehen wir allein jetzt im Hintergrund, haben wir 2-mal Incinerum Noct. Wir haben hier mehrere Bushis, aber hier ist auch ein Astegon. Das ist schon ein mächtiges Tierchen, muss man sagen. Also hier lohnt es sich wirklich regelmäßig den Spawn zu clearen, damit ihr hier entsprechend diese richtig geilen Pals bekommen könnt. Und auch im dritten Naturschutzgebiet sind sich die Parword-Entwickler treu geblieben oder einfach unkreativ, wie man es sehen möchte. Auch hier haben wir wieder 13 Schätze. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr im Detail drauf einzugehen. Ihr seht es auf der Karte, pausiert das Video oder guckt in meinem Discord, da findet ihr die entsprechenden Maps. Ich bin zurück in der Base und als allererstes schauen wir uns den Loot an, den die Schatztruhen gegeben haben. Ich habe das jetzt alles mal hier in die Kiste gepackt. Okay, das Holz kommt nicht von mir. Und wir sehen auf jeden Fall ein bisschen Gold kam rum, aber insbesondere jede Menge Accessoires. Wir haben das Vitalamulett, Defensivamulett, Fleißamulett, feuerfeste Unterwäsche, Thermounterwäsche, 38 Saphire, jede Menge Technikfrüchte. Gucken mal, 30, 55, 70, 55, 40, 80, 75. Okay, ist jetzt keine richtig starke dabei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wie ich in meinem Guide zu den antiken Technologien und so weiter erzählt habe, ne? Technikhandbücher. Ja, wir haben hier sogar 9 schlaue Technikhandbücher. Da müsste einer sogar 2 Punkte geben, meine ich. Wir gucken mal. Ja, gibt
ein nur. Trotzdem, Technik hat Bücher jede Menge und auch jede Menge Baupläne. Wer also schon relativ früh im Spiel möglichst guten Loot haben möchte und meinetwegen auch viel Geld durch die vielen Saphire und Baupläne und alles drum und dran. Auf Level 15 gibt es den Nightwing-Sattel. Das heißt, mit dem ersten Flyer, den ihr tamen könnt und den ihr dann auch reiten könnt, könnt ihr sämtliche Naturschutzgebiete erreichen. Schwierig wird es eventuell beim dritten, weil dafür müsst ihr in die Wüste. Und um die Wüste zu durchqueren, braucht ihr halt schon hitzeresistente Rüstung. Aber wenn ihr möglicherweise vorher schon die feuerfeste Unterwäsche findet, könnte es ausreichen, mit einem Direhole schnell durch die Wüste zu rennen, um den TP zu erreichen. Das Betreten des Naturschutzgebietes ist gemäß den Gesetzen auf Palapagos streng verboten. Werdet ihr also dabei erwischt, begeht ihr ein Verbrechen. Die Grenze des Naturschutzgebiets sind diese Steine hier. Wenn ich also jetzt mal von meinem Ragnarok absteige und hier zu Fuß weitergehe, voilà, erhalten wir direkt Verbrechen wird begangen. Das hat erstmal noch keine Auswirkung. Nur wenn ihr jetzt auch noch in irgendeiner Art und Weise ein Verbrechen begeht, dann könnte das Auswirkungen haben. Jetzt nehme ich mal meinen Direhole, weil der ein bisschen schneller ist. So, und hier vorne haben wir zum Beispiel eine Miliz. So, die haben uns jetzt ertappt, ne, unbefugtes Eindringen, und wir haben den Wanted-Status. Und den will man in Pirate unbedingt vermeiden. Von daher muss ich jetzt erstmal fliehen und gucken, dass ich abhauen kann und dadurch meinen Wanted-Status verliere. Ich könnte jetzt natürlich die auch bekämpfen, aber da werden wir irgendwann in einem anderen Video drauf zukommen. Das ist nicht zu empfehlen. Das Verbrechen wird begangen, können wir jedoch umgehen, indem wir das Naturschutzgebiet niemals selbst mit unseren Füßen betreten, sondern ausschließlich auf einem Pall. Denn anscheinend sind wir auf einem Pall unsichtbar für die Milizen. Ihr seht, ja, ich fliege hier direkt an den dran und hier passiert gar nichts. Wir haben auch das Verbrechen wird begangen, oben drüber nicht. Und ich kann auch jetzt einen Pall angreifen. Ne? Wir rüsten einfach unsere Waffe aus, halten Rechtsklick gedrückt. Dann machen wir nicht die Attacke des Pauls, sondern benutzen unsere Waffe. Ah, da vorne sind sogar noch mehr Milizen. Ihr seht, ich kann hier in der Nähe der Milizen die Pauls direkt anschießen. Und nichts passiert. Kann sie auch tamen. Okay, jetzt nicht mit der Palsphäre und wenn die noch so viel Leben haben. Aber es geht ja ums Prinzip. Ich kann also im Grunde vom Paul alles machen. Pauls angreifen, Pauls tamen, ohne dass irgendwas passiert. Dasselbe geht selbstverständlich auch mit dem Dire Hole als Beispiel. Ne, hier vorne ist die Grenze. Ich werfe jetzt hier meinen Wolf raus und reite mit dem Wolf hinein. Auch hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Milizen lassen uns komplett in Ruhe. Und auch jetzt könnte ich wieder einen Paul angreifen. Ja. Probieren zu tamen. Wird nicht gehen, weil er noch so viel Leben hat. Aber das Prinzip sollte verstanden sein. Also achtet darauf, dass ihr das Gebiet nicht betretet, während ihr diesen Ticker oben drüber habt. Ja, jetzt, sobald ich absteige, Verbrechen wird begangen und würde ich jetzt in die Nähe der Milizen kommen, hätten wir sofort den Wanted-Status. Von daher das Gebiet wieder schnell verlassen. Und jetzt könnte ich wieder reingehen. Jetzt werden wir aber mal erwischt. Sehen, einmal ertappt. Jetzt war mal eine Attacke drauf. Oh, die sind nicht so glücklich anscheinend, die Jungs. So, jetzt haben wir noch einen tätlichen Angriff drauf. Da dürften gleich noch andere Milizen dazukommen. Also jetzt richtig blöd gelaufen für uns. Na, nochmal tätlicher Angriff. Ah, richtig blöd. Oh, hier haben wir schon Milizgardisten. Da sind die schon deutlich high-leviger. Und die tun jetzt auch meinem Vogel weh. So, was machen wir denn jetzt? Also,
Wenn ihr den Wanted-Status habt und unbedingt den loswerden wollt, erstens abhauen. Aber wie ihr jetzt an meinem Pöppe sehen werdet, ne, die spawnen immer wieder nach. Die folgen euch also. TPen bringt auch nichts. Jo. Weg, weg. Also es bringt auch nichts, wenn ihr euch wegtepet. Die folgen euch, egal wohin, wenn ihr euch tepet. Also sucht euch einen Ort, wo sie euch im Idealfall nicht sehen. Ne? Die sind jetzt auf der Seite hier. Und jetzt bleibe ich einfach mal hier und warte. Und voilà, der Wanted-Status ist weg. Irgendwann nach einer Zeit, wenn sie euch nicht sehen können, es reicht also, wenn die oben sind, ihr geht unten drunter oder so, einfach andere Seite, wenn die euch nicht sehen können, wirklich visuelle Sicht, dann verliert ihr nach einer Zeit automatisch den Wanted-Status. Oder eine weitere Möglichkeit kommt in der Nacht. Die Milizen schlafen. Ich pack meinen Ragnar ein, das Verbrechen wird begangen. Aber da die Herrschaften gerade ruhen, kann ich auch jetzt hier wieder fleißig Pauls attackieren, Pauls fangen und nichts wird passieren, bis die Herrschaften aufwachen. So, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Ich habe euch gezeigt, wo gibt es die Naturschutzgebiete, welche Pauls könnt ihr in den Naturschutzgebieten finden, wie könnt ihr dort den Wanted-Status vermeiden und wo findet ihr die Schatztruhen. Die Naturschutzgebiete sind einfach genial, weil ihr wirklich auch schon relativ early in Game Up Level 15 diese erreichen könnt und euch richtig geilen Loot besorgen. Geile Baupläne, geile Technikfrüchte und jede Menge Saphire, die ihr wiederum in Goldmünzen umtauschen könnt, indem ihr sie einfach beim Händler verkauft. Weiterhin könnt ihr das erste Naturschutzgebiet auch im Early Game nicht nur erreichen, sondern auch euch dort direkt richtig gute Parts fürs Early Game holen oder fürs Midgame, je nachdem. Und wir haben mit die besten Pauls, die halt nicht legendär sind, fürs Endgame im zweiten und insbesondere im dritten Naturschutzgebiet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Feedback würde ich mich freuen. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.